So, und auch diese Woche ein flüchtiges Willkommen mal wieder mal zu einer weiteren Minecraft-Testversionsvorstellung. Natürlich zum kommenden 1.14 zum Village and Pillage Update, was ja doch ein ziemlich, ziemlich großes Update werden wird. Aber die Testversion diese Woche, die ist doch dafür ziemlich, ziemlich klein geraten. Denn wir haben eigentlich nur eine neue Sache und zwar die Steinsäge. Die hat jetzt auch endlich eine Funktion und auch ein Crafting-Rezept bekommen. Aber wie immer werde ich euch das natürlich kurz ein bisschen zeigen und hoffe, ihr schreibt dazu fleißig irgendwas in die Kommentare, wie ihr das Ganze so findet. Und das Rezept besteht einfach aus dreimal Stein und einem Eisenbarren. Also auch ein recht simples Rezept. Aber ihr könnt das Ganze ja tatsächlich auch in den Dörfern finden. Da gibt es ja hier auch neue Gebäude für den Steinmetz, glaube ich, hast du jetzt als Beruf. Also einen neuen Beruf für die Dorfbewohner gibt es auch noch, seit ein paar Wochen ja mittlerweile schon. Und hier könnt ihr jetzt einfach innen drinne Steine besser verarbeiten. Es ist nämlich hier so, ihr craftet jetzt keine Sachen mehr aus irgendwelchen Steinblöcken, sondern ihr sägt sie. Und das ist tatsächlich auch eine effektivere Variante, denn ihr packt hier einfach einen Stein rein und dann werden euch hier alle Sachen angezeigt, die ihr daraus herstellen könnt. Und das Coole ist... Zum Beispiel bei einer Stufe bekommt ihr natürlich zwei, denn ihr sägt diesen Stein ja einfach einmal durch. Bei allen anderen bekommt ihr jeweils einen. Und auch bei der Treppe. Auch da bekommt ihr eine Treppe bei raus. Das heißt aus einem Steinblock eine Treppe. Das ist nicht selbstverständlich, denn bei den normalen Rezepten ist es ja tatsächlich so, ihr bekommt aus sechs Blöcken gerade mal vier Treppen. Warum auch immer. Also, das Segen ist tatsächlich effektiver und ja wir können natürlich auch ganze Stacks reinpacken ich habe noch nicht rausgefunden ob man irgendwie auch ganze Stacks verarbeiten kann doch genau funktioniert auch ist ganz cool und ja man kann ja auch zur Not nach runter scrollen ich habe bisher aber noch keinen Block gefunden der so viele Varianten hat dass man da diese Scrollfunktion überhaupt brauchen kann aber es ist schon mal sehr sehr gut für die Zukunft vielleicht hat man sich schon gedacht hm, vielleicht so ein paar weitere Varianten für bestimmte Blöcke Wären gar nicht so schlecht. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Oder auch natürlich für irgendwelche Mod-Ersteller oder ähnliches ist das natürlich auch schon sehr praktisch. Dann brauchen die da zum Beispiel nichts mehr dran rumwerkeln. Finde ich sehr cool. Da haben sie sich auf jeden Fall Gedanken gemacht. Ja, aber das war es tatsächlich schon wieder. Ansonsten gibt es noch so ein paar Bugfixes natürlich. Ein bisschen performance-mäßig wurde was gemacht. Aber es gibt leider auch wieder ein paar neue Bugs. Zum Beispiel kann man. Neben Blöcken manchmal nicht springen. Also ich komme hier nicht hoch. Ich kann nichts machen. Das ist nicht gewollt. Es gibt wohl auch bald eine B-Test-Version. Die wird wahrscheinlich später noch herauskommen. Falls dort tatsächlich noch weitere Neuheiten drin sein sollten, dann werde ich dazu natürlich nochmal ein extra Video machen. Aber ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich bei einem nächsten Video wieder. Oder halt nächste Woche bei der nächsten Testversion. Und wie immer, schön fruchtig bleiben. Ciao.